Der Gulag in Warzone ist eine Sache, die wir uns nicht mehr wegdenken können. Sowas unfassbar Essentielles, ohne dass Warzone einfach nicht Warzone ist und für das das Game auch einfach bekannt ist. Aber es gab schon unzählige Gulags in der Vergangenheit und ich für meinen Teil habe wirklich so 75% davon einfach straight vergessen. Und genau darum soll es heute gehen. Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Der gute Ordinary Place hat nämlich ein Video hochgeladen. The Entire History of Gulags in Warzone. Und ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, weil wie gesagt, ich habe einfach schon alles vergessen. Und ich denke natürlich ihr auch. Deswegen bin ich umso gespannter, mir dieses Video jetzt reinzuziehen. Weil das könnte auf jeden Fall, das könnte sehr nostalgisch werden. Ich habe ein bisschen durchgeklickt und was zur Hölle waren das teilweise für Gulags, ja? Also wirklich krass. Gulag ist wahrscheinlich eines der most unique elements that Warzone has to offer. The idea of a bare bones 1v1 that got you back in the fight. So smart eigentlich. Super high stakes moment that was very satisfying when you outplayed your opponent. Since the Gulag has been around since the launch of Warzone, we've seen several different iterations. Nein, der Typ auch noch. Aber no joke, diese Idee von einem Gulag ist eigentlich richtig smart, wer kam da drauf? Weil sonst war es normal in so Battle Royale Games wie zum Beispiel in PUBG war es ja so, wenn du gestorben bist, dann warst du tot. Ich hatte dein Team wirklich für den Rest des Games einfach nicht mehr wiederkaufen können. Bedeutet, wenn du am Anfang einer Runde stirbst und so eine PUBG-Runde dauert 25 bis 30 Minuten, warst du 25 bis 30 Minuten tot, bis dein Team halt auch gestorben ist oder den Win geholt hat. Und bei Fortnite zum Beispiel ist es ja so, da gibt es keinen Gulag oder sowas, wo du dich nochmal rauskämpfen kannst, sondern du wirst wiedergelebt, indem ein Teammate von dir deinen Stuff lootet und dann deine Karte mitnimmt und dich dann rebootet. So kommst du dann auch wieder rein. Das ist, also dass man dann einen separaten Weg gefunden hat, wie einen Gulag, dass du durch ein 1 gegen 1, wenn du das gewinnst, sofort wieder reinkommst, ist so schlau gelöst gewesen von Activision, dass es... Das ist wirklich so smart, crazy. So I thought it would be appropriate to break down the entire history of the Gulag in Warzone. We'll be breaking down each map and the gameplay changes they've made along the way. Oh Gott, ein 2 gegen 2 Gulag. And least favorite Gulag maps as we get started. Einfach ein 2 gegen 2 Gulag, wer kommt auf sowas? Showers, das war der erste Gulag, OG Gulag, der beste Gulag aller Zeiten. Der beste mit Abstand, so gut gewesen. So gut. Da waren sogar mehrere Gulags von denen, oder? Also nicht immer dasselbe. Ja, war immer was anderes. Oh, gut Shots. Und dann Steine werfen auch noch, ja. Gulag Map by the community and at this point holds a massive impact on pop culture during the Warzone pandemic. The head glitch on each side with an awkward centerpiece to force engagement made for some of the fastest gulag matches of all time. Nuketown? Boah, den habe ich ja gar nicht enjoyed. Den fand ich wirklich, wirklich, wirklich Schmutz. Schreibt mir gerne in die Kommentare generell, was euer Lieblingsgulag war. Würde mich sehr interessieren. Meinst du auf jeden Fall Showers? Also wirklich auf jeden Fall. Wartet aber noch mit dem Kommentar bis ganz am Ende, weil da kommen noch ein paar Sachen, die auf jeden Fall gut sind. Aber der hier war nicht gut. Der war, die Idee daran war gut, weil es halt einfach Nuketown ist. Und Nuketown ist eine OG Black Ops 2 Map, die jeder komplett geliebt hat und die man auch gerne für 1 gegen 1 verwendet hat. Aber in Warzone hatte die, also im Warzone Gulag war die komplett fehl am Platz, finde ich. Ich habe die gar nicht enjoyed. Ich weiß aber auch, dass viele Leute die gemocht haben. Tatsächlich, aber ich für meinen Teil auf gar keinen Fall. Until the Cold War integration, where we would see a new map being Nuketown. Obviously, loosely based off of Nuketown, it pretty much just threw in the two buses in the center of the map, and that was it. Barely any cover whatsoever, which, like the Gulag wants you to, forced quick and aggressive gameplay. There were little pockets in each corner that had like a destroyed truck for a little cover, but other than that, you were pretty much always exposed. Also, I think this Gulag had one side with a definite spawn advantage. One side spawned you right by the buses, and no other cover at all. Genau, das ist so dumm. Also, ich verstehe das nicht, warum die Facecam, von dem ist, by the way, richtig wild. Schaut mal rechts nach unten. Es gab mehrere Gulags, wie zum Teil den hier, wo eine Seite einen riesen Vorteil gegenüber der anderen Seite hatte. Also, die eine Seite hatte Giga-Cover, während die andere Seite erstmal Open Field crossen musste, um safe zu getten. Das war so dumm einfach. Wieso gab es da eine gute Seite und eine schlechte Seite? Das ist so quatschig. Maybe this is a nitpicky complaint by me, but Nuketown was one of my least favorite gulags for that reason. Ornery und ich. Prison Rockers war das? Was ist Rebirth, das? Ah ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau, Mini Royale. Das war nicht Rebirth Island Resurgence, also Wiederauferstehung, wie wir es heute kennen, sondern
Es gab auch Rebirth Island Mini Royale, also wie so Battle Royale, nur halt kleiner. Weil normal war das so zum Beispiel, es gab Verdansk und Caldera Mini Royale. Da haben die einen Teil von der Map genommen und haben den einfach kleiner gemacht und haben das dann als Mini Royale, als neuen Modus verkauft, so mäßig. Und das gab es irgendwie auch auf Rebirth Island und dann war das halt wie Battle Royale, so mäßig, nur halt in kleiner. Und da gab es halt auch einen Gulag und der war der schlechteste Gulag, sag ich. Der war wirklich Quatsch, der war komplett weird. Der war komplett komisch. Das war so dumm. Du hast den Gegner nie gefunden, wirklich nie, nie. Ich habe diesen Gulag immer verloren, weil ich einfach ungeduldig bin. Da haben die Gulags wirklich viel zu lange gedauert, weil alle komplett gecampt haben. Standoff? Nuketown would last for two seasons until the Standoff Gulag would make an appearance. Oh, der war schwierig. Based off of a multiplayer map, this one being Black Ops 2 Standoff, this added a whole new element to the Gulag with the form of verticality. Boah, ja, safe, da hast du ja oben in dieses Haus klettern können. Den habe ich komplett verdrängt, den habe ich straight vergessen. Komplett vergessen. Showers, klar, das davor, klar, aber den habe ich voll vergessen. Und Nuketown auch klar, natürlich. Der war aber, overall würde ich den über Nuketown ranken, aber der war keiner meiner Favorites. Definitiv nicht, aber der war auch nicht einer der schlechtesten. Also der war alright, den hat man spielen können, würde ich sagen. Der war echt alright. Klepper. Und da waren so viele Headglitches halt, die du spielen konntest. As far as they wanted to approach this matchup. This is actually my all-time favorite gulag in Warzone. Echt? All-time favorite? Okay, crazy. Hijack? For some reason, a lot of people hate the hijacked gulag. I think it's spacious and open in each respective spawn, but once you go into either lane, you're given a lot more options. Revolving around the centerpiece of Black Ops 2's hijacked, it was a pretty simple and fast-paced gulag that was more long-range dominant. I will say, I think this is when they started to add more somewhat normal... Das habe ich aber nicht enjoyed. Da gab es nämlich diese Wand. Du hattest den riesen Vorteil, wenn du dich an diese Wand hingestellt hast, weil du da immer einen kompletten Headglitch hattest. Schau dich das an. Da hattest du einen Headglitch und naja, jetzt ist der Gegner da links, aber das ist aber normal nie vorgekommen. Sondern du hattest einen Headglitch, hattest im besten Fall irgendwie eine AR, SMG oder LMG in der Hand und hast dann einfach die ganze rechte Seite abcampen können. Das war so kacke. War so nervig, wenn das wer gemacht hat. Ich meine, ich habe das immer gemacht, aber wisst ihr? Ich fand die Map richtig geil. Das war safe einer meiner Favorites, 100%. Was war Rush? Ich kenne die Namen, glaube ich, einfach gar nicht von den Maps. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Voll verdrängt. Die Idee ist gut. Ich kann mich wieder erinnern, die Idee ist gut, aber es wurde halt wirklich einfach voll gecampt. Es war richtig, richtig, richtig nervig. Also die Map war an sich geil als Gulag, aber die war einfach zu slow, sage ich. Die war einfach viel zu langsam. Aber an sich gar nicht so kacke, ja? An sich gar nicht so kacke. Wie geht's? Nur eine Season! Wir müssen sie zurückbringen. Ich würde sagen, das ist eine Map für mich, die... obere Hälfte. Ist nicht ganz oben, aber so Top 4, Top 5 würde ich sagen. Also die war schon nicht schlecht. Oh, schön Showers wieder zurück. One being the classic and the other three being just like slight adjustments to the centerpiece. It was really just adjusting the centerpiece for the other three. The head glitches were still there and also like the cover and the spawn would be like at an angle or maybe like not there. Oh, man sieht ja gar nichts. Ich habe den Gegner null gesehen. Like take notes on which gulag they're playing so they can know exactly where, how the map was laid out, which I think was really cool. Pretty much like the same core map just with like minor tweaks. Phosphat Miner. Meins. Ja, das war die Classic Caldera Map. Ich glaube, die war wirklich. Wurde die auch nur einmal geändert während Caldera? Ich glaube, die habe ich wirklich monatelang gespielt. Das war richtig nervig. Ich fand die Map nicht gut. Überhaupt nicht gut. Weil das war einfach, du hast einfach so außen in einem Kreis rennen können und drinnen war dann so eine kleine Hütte, wo du einfach fighten konntest. War richtig komisch. Die Map habe ich gar nicht enjoyed. Die fand ich Müll. Und du wurdest so oft geflankt, weil es keine Steps gab zu Caldera-Zeiten. Null Steps. Du wurdest immer geflankt. Und nice, also das Full HD, glaube ich, 4K ist das, oder?
possible, but I think the phosphate mines could have had a little bit more to offer. Like, genau. Es hätte mehr sein müssen. Es war zu langweilig. Es war nichts. Und? Also das war die Map jetzt gerade, die wir gesehen haben, das war so eine schlechtere Hälfte. Definitiv schlechtere Hälfte. Also nicht mal Mitte, sondern wirklich schlechtere Hälfte. Was ist das nochmal? Ja, das war auch Caldera. Okay, never mind. True, das war auch Caldera. Season 3 war das sogar. Boah, ich finde, die war gar nicht so schlecht. No joke, ich finde, die war gar nicht so kacke. Die habe ich eigentlich relativ enjoyed. Obere Hälfte. Safe Call, obere Hälfte. Boah, ja, klar. Also er regt sich krass drüber auf, aber ich fand die echt in Ordnung. Boller Room. Oh, die war gut. Die war sehr gut, die Map. Das war so. Hab ich Boller Room? Boiler Room. Die Map, die war halt wie Showers. Also, das war dasselbe Layout wie Showers. Also, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und die war's overall. Die war wirklich gut. Ich hab's enjoyed. Ja, genau. War wie Showers. Genau. Nur halt anders. Nur halt angepasst mäßig. Fortress. Das ist die schlechteste Gulag-Karte aller Zeiten. Die schlechteste mit Abstand. Also Warzone 2 hat schon wirklich sehr viel falsch gemacht, unfassbar viel falsch gemacht, aber das war wirklich das Schlimmste, was sie hätten machen können. Ein fucking 2v2-Gulag. Ein 2v2-Gulag. 2 gegen 2. Du mit einem kompletten Random, du bekommst irgendwie einen Level 17er Non-Prestige, der seine dritte Runde Warzone spielt, als Teammate und spielst gegen zwei World Series Warzone-Gegner, weil es komplett random ist. Du spielst 2 gegen 2 mit dem schlechtesten Spieler der Welt gegen zwei Pros plötzlich. Nee, macht richtig Spaß. War richtig guter Gulag. Ey, gerne mehr davon, Activision. Schwannex. Ist das kacke. Und, safe, hundertprozentig. Und du warst auch noch mit Armor Plates warst du drin. Also du hattest einfach Platten drin. Das bedeutet, du hast irgendwie mit einem Revolver wie jetzt gerade hast du 5 Schüsse gebraucht oder sowas, um jemanden zu killen. Ist das kacke. Ah, true, der Warden. Genau, wenn man den killt, dann kommt jeder, der gerade noch am Leben ist, oder ich glaube generell jeder aus dem Gulag, kommt dann automatisch frei. Das ist so gut. Das ist so gut. The fortress itself, it's by far the biggest gulag we'd ever seen, obviously because it had to fit all four players comfortably. I had no problem with the gulag layout itself. It made for some really intense situations like one. Boah, ja, okay, das muss ich immer mal, muss ich auch sagen. Also das Layout war gar nicht so schlecht. Hätte man dasselbe Layout auf einer generell kleineren Karte gehabt, weil das war ja riesig, das hätte einfach Rebirth Island sein können, dann wäre das in Ordnung gewesen in einem 1 gegen 1, aber dieser 2 gegen 2 Faktor hat, glaube ich, wirklich alles zerstört. Overall, glaube ich, war die Map gar nicht so schmutz. Aber dieses 2 gegen 2 und der Jailer, also dieser Juggernaut, den man killen konnte, das hat beides, hat den Gulag zerstört. Meines Erachtens nach. Genau. Genau, du hast dann gar keine Chance mehr gehabt. Ich hab legit wegen diesem Gulag, wegen dem 2 gegen 2 Gulag, ich wollte am Anfang Warzone 2, wollte ich so richtig durchziehen, ganz viele 2 gegen 2 Turniere zu spielen, also so Killrace, 2v2, Public Killrace, wollte ich ganz viel spielen und ich habe einfach losgelassen wegen dem Gulag, weil das einfach nur dumm war. Ich hab keinen Sinn dahinter gesehen, mir diesen Gulag die ganze Zeit anzutun, wenn ich um Geld spiele. Deswegen habe ich legit wegen dem Gulag damit aufgehört und seitdem nicht mehr angefangen. Aber crazy. Genau, und dann haben die auf 1 gegen 1 geändert. Aber like, Sight.
War das nochmal? Just one season later after that change, the fortress was scrapped entirely and we would be left with the black site for the remainder of Almazra. This is another map where depending on which side you spawned on, you had completely different elements to work with. With one side, ja, you had high ground. Yeah, that's right. Just an objective height advantage that the other player could get, ja, without exposing themselves. Then I guess to counter this high ground. Ich weiß, ich würde mich interessieren, wie ihr den Gulag fandet, aber ich fand den wirklich auch nicht gut. Also der ist, wenn der Gulag davor mit diesem 2 gegen 2, ah, es ist wieder 2 gegen 2, bitte. Nee, warte, das war dann 1 gegen 1 am Ende. Er zeigt jetzt gerade Multiplayer-Footage, weil er sonst nichts finden konnte. Mit dem 2 gegen 2 Gulag davor, das war der schlechteste Gulag und das war der zweitschlechteste Gulag, sage ich. Den fand ich nicht geil. Das war so ekelhaft. Der hat viel zu lang immer gedauert. Viel zu lang. Hat einfach jedes Mal die Person gewonnen, die geduldig war. Einfach die geduldigere Person hat gewonnen und ich bin nicht geduldig. Ich muss reinpushen. Deswegen habe ich jedes Mal verloren. Das war so kacke. Ich habe es wirklich nicht enjoyed. I don't know how this was the gulag we were stuck with for the rest of Warzone 2. It was really just stupid. Cellar. Keller? Towards the middle of Warzone 2, Von Dell eventually get its own battle. Das ist auch wieder wie Showers. Also die haben jetzt so die letzten paar Gulags haben sie immer mal wieder versucht, einfach so Showers zurückzubringen, also den OG Verdansk Gulag vom Anfang, den wir gesehen haben, einfach so ein bisschen reimagined, einfach so komplett neu gemacht mit neuen Elementen und Co., aber an sich das Layout ist immer gleich geblieben, nur sie haben es halt einfach visuell verändert. Wie hier zum Beispiel. Well, I say new, but this was yet again another remake of Gulag Showers, just in ja, genau, a binary fashion. I'm not going to talk too much about the Gulag itself and focus more so on another element. That's they brought back the killing of the jailer element from the first Gulag. Jailer! But instead of spawning in mid-match, there's a handful of them on guard with you and the other players waiting. If you beat them to death, one of them will eventually drop a key that will free not only you, but everyone else waiting for their turn in the Gulag. Ah, das ist so gut eigentlich. I'm sure a lot of people didn't actually know about this. I know I didn't because I never played Battle Royale on Vondel. One, it's a super rare place. Ah, das war ja nur Vondel Gulag, true. Das war ja Vondel. I did like the jailer aspect, so this kind of like brings that back a little bit. Missile Silo. Now we're at Uruzgan, where we've had the same gulag since launch with Missile Silo. Same concepts as Warzone 2 with armor, loot, grenades and money scattered throughout. Ja, der soll auch so ungefähr so ein bisschen wie Showers sein, finde ich. Sie haben es aber was anderes jetzt probiert und mir gefällt es gar nicht. Er hat gerade schon gesagt, seit Uruzgan, seit Anfang an, Uruzgan ist jetzt in Season 4. Wir sind jetzt gerade in Season 4. Heute, wenn das Video live kommt, nee, heute ist Dienstag, morgen kommt das Mid-Season-Update. Am Mittwoch kommt das Mid-Season-Update um 18 Uhr. Kommt da gerne auf Twitch vorbei übrigens. Lasst hier auf dem Video noch gerne ein Like und einen Kommentar da. Aber Mittwoch um 18 Uhr kommt Mid-Season-Update und vielleicht mit dem Mid-Season-Update kommt ein neuer Gulag. Wir müssen wirklich beten, es wäre wunderschön. Weil dieser Gulag auf Uruzgan, der ist einfach quatschig. Also das macht gar keinen Sinn, den zu spielen. Der ist richtig, richtig, richtig müde. Ich enjoy den keine Sekunde. Ich hasse alles daran. Das ist Platz 3. Platz 3 von unten halt. Der drittschlechteste Gulag, sag ich. Ja, wobei, wahrscheinlich ist er gar nicht so kacke. Ich mein Problem ist wahrscheinlich einfach nur, dass wir den seit jetzt über einem halben Jahr einfach schon drin haben. Seit über einem halben Jahr, seit 7 Monaten haben wir den jetzt drin. Seit 7 Monaten spielen wir denselben Gulag. Das ist wahrscheinlich mein Problem. Naja, true, man kann sich raussippen. Safe, man kann sich mit der Zipline raussippen einfach. Dann gewinnt man den Gulag. Tony's Pizza. Which gives you two primaries that are fully kitted out with all five attachments. And also, if you win the gulag, you get to keep these guns like when you land. Then there's one where there's just like a ton of money laying around the gulag. Like seriously. Das hatte ich by the way noch nie. Das ist ein Event. Ich habe nicht viel Uruzgan gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe hauptsächlich Rebirth Island gespielt, weil ich kein riesen Uruzgan Fan bin. Ich hoffe, das wird Ende des Jahres mit Verdansk, wenn hoffentlich Verdansk wieder reinkommt. Es sind aber die Leaks da, weil es nicht so offiziell ist. Ich hoffe, dann wird es besser, dann werde ich ganz viel Verdansk spielen. Da freue ich mich schon irrsinnig drauf. Ich hoffe wirklich inständig, dass Verdansk reinkommt und dass Black Ops 6 die Integration in Warzone komplett geil wird, weil dann wird es so scheppern, ich sag's euch. Das ist aber auf jeden Fall eine Variation. Das ist ein Event in-game im Gulag, wo du einfach so Nachtsichtgeräte auf dem Kopf drauf hast. Richtig cool eigentlich. Das hatte ich aber noch nie. And even a night vision one as well, so that's pretty cool too. But that's the entire history of the Gulag in Warzone. Na gut, Chat. Na gut, Freunde.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, die Reaction. Falls das der Fall ist, lasst mich gerne mit einer positiven Bewertung und einem Kommentar wissen. Und natürlich gerne den Channel abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Da kommen täglich um 13 Uhr neue Videos live. Schaut gerne auf Twitch vorbei, da bin ich jetzt gerade live, wenn das Video online geht. Da spiele ich Warzone Ranked und versuche die Top 250 zu erreichen. Kommt gerne vorbei und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein.